Hallo und willkommen zurück zu Borderlands the Pre-Sequel. Ach so, ja, genau, das ist es, das ist es. Wir sammeln So. Nishas Dinger ein. Da reden wir Genau, gleich. und der erste ist ungefähr da, wo ich jetzt hinlaufe. Okay, gut. Oh, warte, nein, das macht mehr Sinn. Dann nehmen wir den da. Ah, hier habe ich meinen Power Slide Kill gemacht. Ah ja, ach so, wir sollen Auto fahren. Müssen tust es nicht, aber dir fehlen sicherlich noch Fahrzeugsachen. Oh, warte, hier ist es schon. Ich sehe es. Ich kann nicht treffen. Ah, jetzt. Teil 1, hinter der Waffe, unter dem Hut. Ich klick's an. Vor langer Zeit kaufte mein Dad mir einen Hund. Als Wiedergutmachung wegen Moms Launen. Ich hab den Hund geliebt, nahm ihn in die Schule mit, hab ihn an mich gedrückt, wenn Mom mich angeschrien und geschlagen hat, bin jede Nacht mit ihm in meinen Armen eingeschlafen. Ein Fahren wir weiter, oder? Ist sie schon fertig? Ups. Ja, ist sie. Ich kann sie nicht hören in Alt-Tab. Das war der, den ich im Singleplayer hatte. Ist der andere direkt nebenan, oder wie? Ich weiß nicht, ob du das direkt nebenan nennst. Keine Ahnung, aber ich meine nur, weil du halt gehst und nicht fährst. Ach so, ich habe einfach kein Fahrzeug mehr. Hä, der steht doch noch hier! Oh. Ich sitze doch hier schon die ganze Zeit drin und warte auf dich. Ja, das tut mir leid. Ich habe kein Fahrzeug mehr. Hast du einfach nicht in die Richtung geschaut, aus der du kommst, oder wie? Ja, exakt das. Was glaubst du, was damit passiert ist? Glaubst du, die kleinen Quaggins haben es umgebracht, oder wie? Hier liegt er auf dem Tisch. Eines Tages wurde mein Hund von einem Frenzy Clutch in hohem Gras gebissen. Die Augen wurden rot, die Lefzen blau. Aber sonst blieb er normal. Ich dachte, ich hätte einfach mal Glück und er sei immun. Ja, also den dritten hatten wir schon. Das war dann das, wo der Vater den Hund tötet. Ach so, also hast du den Erfolg schon? Ja. Du müsstest das jetzt doch auch haben. Warte mal, was ist? Ah ja, ja, ich hab's nicht gesehen, aber ich hab's. Jetzt müssen wir auf die Spitze des Auges klettern. Alter, können Sie mich mal in Ruhe lassen? Ah, okay. In Verteidigungsstellung. Welches davon ist denn das Auge? Das Gebäude ist jetzt. Das ist nicht zufällig das Gebäude, neben dem ich stehe, oder? Das wäre witzig. King of the Hill. Challenge Location auf der Map. Ah, ja, okay. Das ist, Ja. Nee, nee, ist ganz woanders. Okay, folge mir. Folge mir, Potato. Ich bin kein Potato. Darf ich jetzt hochspringen mit einer Hand? Mal kurz. Ja. Eine zweite benutzen. Also siehst du den Kasten da? Das ist das höchste Gebäude auf der Map. Ah, ja, okay. Aspis, gib mir Schutz! Ich halluziniere wohl. Oh, da ist ein Dallflieger. Aua. Was zur Hölle? Der hat mich gerade einfach in der Luft geschleudert und hat mich so weit geschleudert, dass ich hier oben drauf gekommen bin, wo du es nicht geschafft hast. Oh, super! Dann kommst du da jetzt viel leichter rüber als ich. Naja, ob das jetzt so einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Wenn ich es hier nicht raufschaffe, muss ich außen rum gehen. Ja, das solltest du eigentlich hinkriegen. Wenn du okay, jetzt rauf da. Ich atme erstmal. Shit. Ich bin out of Luft. Ja, soll es vielleicht erst hey, mal atmen. Übrigens, das ist ein Achievement, 5 Minuten lang aushalten ohne O2, aber darfst halt nicht dabei sterben. Ja, okay, das ist cool, mache. Und ich kann. Ich könnte dir sogar dabei helfen. Ach so, ja. Also, weil ich weiß, gilt meine Lebensregeneration auch für dich.
Ey, da darf man ja gar nicht stehen. Mein Gott, Mann. Wie kommt man da jetzt am besten rauf? Wo genau muss man denn hin? Also, du hast gerade versucht, wohin zu springen. Da springe ich jetzt hin. Okay. Ja, einfach nur da irgendwie rauf. Frag mich nicht, wie das geht. Also da, wo du es versucht hast, scheint es... ja... halb möglich zu sein. Also immerhin hat man diese Zwischenplattform. Muss man vielleicht drum rumspringen? Komme ich jetzt irgendwie weiter hoch? Nein, das da ist kein festes Ding. Da komme ich nicht durch. Das ist nervig. Okay, hier ist eine Anleitung. Ja, die hätte ich gerne. Okay, ja doch, wir sind an der richtigen Stelle. Exakt an der Wand muss man hoch. Ja, ja. Ja. Also hier, dann hier so rum, wenn man hier ist. Ja, wo dann lang? Sprung Nummer 1 ist hier. Oh, da! Hier. Und Sprung Nummer 2 ist dann irgendwie hier auf diese Zwischenplattform. Ja, so. Hä? Wie? Ach so. Wie kommst du da schon wieder einfach rauf? Außerdem werde ich hier von allen Seiten zerballert. Oh, hier oben kriegt man Luft. Ja, das kann aber gar nicht schlecht sein, weil wenn ich im richtigen Moment treffe, dann fliegst du weiter hoch. Oh, ich bin dagegen geknallt. Ja, ich bin drauf! Nein! Oh nein, 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 nein. Okay, ich bin auch hier. Hier oben, ist eine, hier oben ist ein Luftauffüller oder so. Ja, okay, ich bin auch hier drauf. Luftauffüller, sagst du? Nein, ich bin dran vorbeigehüpft! Ach Mensch. Blödes Stück Scheiße! Ja, die schießen mich auch in jede Richtung, nur nicht die, die ich brauche. Man kann erstaunlich weit hüpfen. Ja, natürlich, wir sind ja... Hier ist eine Waffenkiste, aber alles mitgenommen. Oh mein Gott, jetzt, was ist denn mit dir, Charakter? Nein, ich bin schon wieder zwei weiter nach unten. Jetzt verarscht doch jemand anderen, es bleibt da drauf. Er muss ganz nach oben, oder? Ja, wenn du es noch nicht bekommen hast, bist du definitiv noch nicht. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Ha. Nein, Charakter! Flieg gefälligst! Ich muss Luft aufholen. Fang von vorne an. Und die Scheißer nerven mich. Ich weiß nicht, warum die dich nicht nerven, aber... Ja, mein Gott, Mann, da bringen sie halt... Ja, genau, da bringen sie halt um, wenn sie dich wirklich stören. Ja, mich haben die halt... Mich haben die zwar angeschossen, aber das hat nicht wirklich meinen... Meinen... Oh, hast du hin und her... Nein, ich bin runtergefallen. Richtig dumm runtergefallen, du hast. Oh, upsala. Hat mit der... Hintern gerade ein bisschen blockiert, muss ich erst sagen. Oh, servus. Das bringt mir jetzt nichts, danke. Okay. Warte mal. Oh, hi. Jetzt muss man ja hier rüber, genau. Dann hier. Du kommst da einfach so rauf! Ja, das ist eigentlich relativ okay. Ja! Nein, dran vorbei. Und natürlich schaffe ich es nicht auf die Zwischenplattform. Ich muss wieder ganz von oben. Du springst einmal, gescheit, mit einem vollen Sprung und dann pustest du dich hoch. Ich konnte nicht sagen, warum ich her springen kannst du. Ob das jetzt mein Skill ist oder ob das am Charakter liegt. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Das gleiche Muskit. Wahnsinn, ich komme ja nicht mal auf diese Zwischenplattform. Jetzt habe ich 50 O2, damit schaffe ich es wahrscheinlich sowieso nicht. Wenn du schnell bist, wirst du es hinkriegen. Oh, ich habe Nachbrenner weitergebracht. Okay, es ist noch nicht fertig. Sag mir mal, wo genau soll ich denn eigentlich... Mir flippt doch nicht dran vorbei! Boah, also, das regt mich jetzt echt auf. Weißt du, ich bin auf der Plattform und er gleitet einfach die komplette Plattform lang und auf der anderen Seite wieder runter. Dann bist du nicht hoch genug. Ich meine, was soll ich machen? Ich war doch schon drauf. Ja. Er soll einfach drauf stehen bleiben. Es kann doch nicht so schwer sein, einfach stehen zu bleiben. Wie hoch, muss ich? Also, hier oben ist eine Plattform, auf der bin ich, aber weiter hoch... Nein, jetzt schubst mich gerade einer. Wüsste ich gerade nicht, wie ich überhaupt da weiter hochkommen soll. Nee, ich komme nicht also, mal auf die nächste Stufe, jetzt falle ich wieder komplett runter. Ich muss dann wohl, also ich muss auf die warten, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht.
Was zur Hölle hat mich jetzt gerade so gehustet? Jetzt bin ich dran vorbeigefahren. Und jetzt komme ich wieder nicht da mal darauf. Okay, diesmal bin ich wohl angestoßen. Oh mein Gott, nein, flieg nicht! Siehst du das? Dann stampf runter, wenn du zu hoch bist! Ja, was denn? Du bist gerade... Ich habe ihn einmal nicht rechtzeitig gedrückt. Bleib jetzt hier stehen, ich bin eine Wand, ich blockiere. Dann kannst du nicht runterfliegen. Ich schaff's nicht mal auf die Plattform, wenn ein Gegner mich blockiert, der gegen mich fliegt. Ich weiß nicht, wie dir das eigentlich gerade passieren konnte. Das ist voll wieder nicht einmal passiert, dass ein Gegner in mich stand. Hey, schon wieder. Ja, das war auch irgendwie... Oh! Ja, genau. Ich glaube, du bist davor gegen die Plattform gekracht oder so. Okay. Oh, ich hab gerade einfach nur geradeaus gesprochen. Ja, ich dachte, man muss hier gerade... Oh mein Gott, ich bin drauf! Oh mein Gott! Endlich! Ne, man muss eigentlich nicht geradeaus. Also du kannst auch voll mit einer Kurve springen. Unter Umständen ist das sogar einfacher, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass du gegen was bonkst. Ich darf hier jetzt nicht runterfallen. Das ist einfach nicht möglich. Also du musst eigentlich nur straight hoch. Das kannst du eigentlich viel falsch machen. Da musst du auf das kleine Ding hier. Da musst du dann dich, naja, richtig oder rechtzeitig stoppen. Auf das kleine Ding hier. Ja, genau. Oh, lol. Oder man skippt es einfach. Das habe ich nicht geschafft, ehrlich gesagt, aber gut. Und dann sind wir hier oben auf der Plattform und dann sagt mir, wie es weitergeht, weil ich weiß nicht, wo es weitergeht. Exakt hier, wo ich gerade stehe, hat man schon gewonnen. Ach so? Ah, König auf dem Berg, ich hab's. Du musst also bis hierhin, wo du gerade bist. Warte, was? Hä? Also entweder bin ich einfach blind. Ah, gut. Als Happy blind, aber das ist mir lieber, als wenn das Achievement nicht funktioniert. Okay, war hier sonst noch eins? Perfectes Time. Gab's noch. Oh. Oh nein. Ich weiß nicht, sollte das mit zwei Spielern doch gehen, oder? Sogar einfacher. Ja, das macht natürlich Sinn, dass es mehr einfach ist. Okay. Es gibt drei Locations, wo diese Druckplatz sind, aber wo zur Hölle ist dieses Gebäude, in das wir rein... Ich will erstmal wissen, wo das Gebäude ist, bevor wir anfangen. Zeig doch keinen Mapmarker. Ja, das ist ja der Witz. Ich habe hier ein Bild von den Pressure Pad Plates. Dann können wir mal auf die Map schauen, aber... Hey, das Ding erkennst du doch nicht. Da ist ein Dahl-Schild davor. Ich wette, ich hab's schon mal gesehen. Ist halt ein Raum, der elektromäßig abgeschirmt ist. Ist das ein größeres Gebiet oder ist das nur ein Raum? Es ist nur ein Raum. In einem kleinen Haus. Ich würde jetzt eine Sache auf der Map sehen, die ausschaut wie ein Haus. Also ich kann sie markieren, aber ich sehe, aber nur ich sehe die Markierung. Das ist von unserer Position aus runter nach links. Wenn du auf die Map schaust. Ansonsten, da wäre auch noch ein Raum in der Nähe von uns. Ich weiß ja leider nicht, wie der Raum geformt ist. Ist der L geformt? Nee. Okay, dann ist es der schon mal nicht. Das da ist das Ding ins Feld. Es ist direkt an der Felswand. Also, ich weiß nicht. Also, so. Es ist einfach nur ein viereckiger Raum, oder? Sind das zwei Räume oder ist das nur einer? Sollte nur einer sein. Ist der irgendwie länglich? Also ein Viereck, dann wird's kleiner und dann nochmal ein Viereck? Also schaut das Ding auf der Map aus, was ich hier sehe. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ansonsten ist da unten noch ein Raum. Es nützt nichts, wenn wir jetzt diese drei Dinge andrücken und keine Ahnung haben, wo es ist. Weil wieso haben die das denn vergessen? Auch noch. Okay, die Map hat etwas mehr Räume. Ich habe jetzt ein Video gesucht. Okay, gut. Ah, okay, da ist es. Da, es ist direkt neben dem O2-Symbol. Welchen O2-Symbol? Ja, wie viele sind es denn? Ja, es gibt genug O2-Symbole auf dieser Map. Ich bin gerade am Ersticken übrigens. Ja, was denn? Das sieht hier. Okay, gehen wir nach der Geoformation. In Defensivstellung!
diese Ecke hier? Wenn da Norden ist? Oh ja, es ist nur falsch rum. Okay, da wo unser Auto ist, siehst du das? Unten links? Da wo unser Auto ist? Ja, das wird dort angezeigt. Also exakt dort, wo unser Auto parkt, ist das Gebäude. Exakt dort, wo das Auto parkt? Ja. Exakt? Da sehe ich aber gar nichts, was die Form eines Gebäudes hat, aber okay. Ja, man kann es nicht beinahe erahnen. Okay, die drei Locations. Nummer 1 machen wir zum Schluss, Nummer 2 und 3 machen wir zuerst. Und zwar stellt sich einer zur dritten und der andere zur zweiten. Okay. Heißt, ich bringe dich jetzt zur zweiten und dann gehe ich zur dritten und dann sehen wir weiter. Dann folge mir. Oh, ich sterbe ja gerade. Verliere kann meine ganzen Leben. Ah, du kannst dich hier hinstellen, ja. Ich bin dran vorbeigerutscht. Dann nicht. Brauchst du Leben? Hier. Ach so. Hä? Okay. Du bist ja auf einmal wieder voll mit Leben. Wie hast du das angestellt? Na, ich werd geheilt. Doch atmen? Nein, ich werde einfach grundsätzlich geheilt. Ich habe ein Schild mit Heiler. Das hat dafür fast keinen Schildschutz, aber wer braucht schon Schildschutz? Okay, das hier ist die erste Druckplatte. Ah, okay. Nicht draufgehen. Ich glaube, man muss da stampfen. Ja, man muss da stampfen, um die zu aktivieren, nicht draufgehen. Ja. Ich gehe jetzt zur dritten. Und sag dir, wenn ich dort bin. Oh, scheiße. Ich sollte googeln, ob man die Reihenfolge machen muss. Oder ob das wurscht ist. Das würde mich einfach wundern, aber gut. Drei Platten in unter 3 Minuten. Ah, any order. Okay, passt. Okay, ich muss jetzt nördlich von diesem Loch an der Map. So auf der anderen Seite von diesem Kasten. Wir haben 3 Minuten, das sollte ja gar kein Problem sein. Die empfehlen zwar ein Auto, aber wir sind zu zweit, also was soll's. Ja, also. Okay, hier ist sie. Jetzt überlege ich mir noch eine Route zur ersten. Kann ich dir so ungefähr sagen, wo die erste ist? Hast du schon? Ungefähr? Du siehst ja unser Fahrzeug. Ja, sehe ich. Wenn du nach ganz links guckst, da wo die Map dann endet, da ist ja ganz auffällig ein Gebäude. Ach, das Ding da, okay, das war auch eins, was ich vermutet hätte. Dort ist der erste Schalter, nicht das Gebäude, zu dem wir hin müssen. Nur der erste Schalter. Oder der letzte, so gesehen. Heißt, wir fangen jetzt an. Ah, so, okay, ich stehe drauf. Ich hab's aktiviert. Ach so. Vielleicht wäre ein Fahrzeug echt nicht so schlecht gewesen, aber egal. Wir sind kurz vor 18. Was ist? Bist du in Ordnung dafür? Halt 3 Minuten zu tun. So, hier müsste das Gebäude sein. Ich sehe es gar nicht. Okay, jetzt bin ich noch verwirrt. Es soll doch hier sein. Ah, das da oben ist das Gebäude. Ja, genau, das wo ist die Plattform? Ach, da, direkt vor uns. Hä? Perfektes Timing. Dass sie das so nennen. Okay. Hast du auch bekommen, oder? Ich war etwas verwirrt. Ja, doch, das ist das Gebäude. Also, der ist eigentlich offen. Oh, okay, das wurde also geöffnet auf die Platte. Ja. Wie soll ich sagen? Ich bin komplett voll. Okay, am nom. Was kommt denn als nächstes? In dem Gebiet hier nichts mehr. Gut. Outlands, Spur. Oh, da fehlt uns auch noch Kult der Kammer in dem Ort. Ah, okay. Was für ein Badass Reinkast ist? Finde alle 5 Gefahrgut Warnschilder in der Anlage. Ringe und verändere alle Suchplakate von Pickle. Ich bin bei über 2000 jetzt. Wahnsinn. Über 2000? Wie machst du das? Frag mich nicht. Weiß aber mal. Gehst du zum Teleporter und ich warte einfach hier? Wie heißt die Map? Outland Spur, hab's schon. Dann stell mir nicht die Frage! Ich hab dich vorhin Spur sagen hören und dann war es direkt unter der Map, bei der wir gerade sind, also war es jetzt nicht so.
Schwer zu finden. Okay, muss man nur noch mal vorlesen. Wir haben die Wanted-Poster noch nicht, nehme ich an. Die Warnungsschilder haben wir auch noch nicht, nehme ich an. Vault-Symbole haben wir nicht. Kill Boomer in less than 2 minutes. Den haben wir. Okay, Boomer haben wir, aber alle anderen nicht. Ja. Okay, haben wir Cult of the Vault. Ich würde sagen, lass mal in den nächsten paar, werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.